uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallöchen und herzlich willkommen bei Peru Plays, von der schönsten Insel der Welt. Wo sollte das auch anders sein als auf Zypern? Ich bin der Peru, hallo und ganz herzlich willkommen. Ja, wir zocken heute eine weitere Runde No Man's Sky und zwar die Expedition Aquarius. Wir hatten da ja so ein bisschen Pech diese Woche mit dem Livestream, beziehungsweise allgemein mit Livestreams, die von der PlayStation auf YouTube direkt gehen. Mehrmals abgebrochen. Ich gehe jetzt erstmal, bis ich das gefixt habe, das Problem oder herausgefunden habe, woran das jetzt nun wirklich liegt, auf Nummer sicher. Das heißt, ihr werdet in dieser Woche, als auch in der nächsten Woche, da beginne ich ja mit meinem Job und ich weiß noch nicht, wie es zeittechnisch läuft, vorwiegend also Video on Demand haben und die Livestreams am Wochenende. Sollte sich das jetzt so herausstellen, dass das Ganze mehr oder weniger normal weiterlaufen kann, wird das auch der Fall sein. Dann wird es auch unter der Woche den einen oder anderen Livestream geben. Wie das dann direkt ablaufen wird, das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Ne? Also haltet Ausschau. Am besten verlinkt euch ein bisschen mit mir im Discord. Da bekommt ihr auch immer mit, wenn ich live gehe. Ansonsten natürlich die Glocke läuten, Like da lassen, Follow, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, gerne ne, mit meinem Partner Instant Gaming. Da kriegt ihr PC- und Konsolenspiele bis zu 90% günstiger. Guthaben, Gutscheine für PlayStation und Xbox. Einfach mal anklicken. Link ist in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne auf Patreon unterstützen. So viel dazu und wir starten jetzt mal hoffentlich ohne Zwischenfälle und Abbrüche in No Man's Sky Aquarius. Ich habe tatsächlich die erste Angelstelle gefunden. Die befindet sich auf diesem wunderbaren Planeten und wir haben auch Gesellschaft, sehe ich gerade. Ja, wer bist denn du? Der Kollege hat es ganz schön eilig. So, was installiere Folgendes in deinem Exo-Anzug? Angelausrüstung. Wähle einen leeren Platz und starte die Installation. Also das müssen wir im Exo-Anzug installieren. Jetzt wird spannend. Nehmen wir dafür den turbogeladenen Platz? Ich weiß nicht. Den wollte ich mir eigentlich für was Spezielles aufheben. Wo ist denn die Angelausrüstung? Moment. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist die Raffinerieeinheit. Die haben wir doppelt, aus welchem Grund auch immer. Da ist die Angelausrüstung. Ich nehme die aber jetzt nicht auf den Turboplatz. Ich hab's geahnt. Wir müssen hierfür noch ein bisschen Materialien erstellen. Nämlich 3 Nanorohre. Einmal die Wasserstoffgelee und chromatisches Metall, ne? Ich wusste, da war ein Haken. Okay, dann schauen wir mal kurz, dass wir erstmal die Wasserstoff hier produzieren. Das dürfte jetzt die kleinere Nummer werden, ja. Zum Glück habe ich auf dem letzten Planeten gesammelt, ne? Meine Güte. Übrigens, ihr könnt natürlich hier bei dieser wundervollen Premiere das Ganze live kommentieren und diskutieren. Das würde mich freuen. Natürlich auch jegliche Kommentare, ne, wenn ihr das als Video Wiederholung seht. Ne, das würde mich sehr freuen. So, und wir produzieren jetzt noch ein paar... wir brauchen mehr Kohlenstoff. Wir brauchen mehr Kohlenstoff. Okay, dann scannen wir mal ganz kurz, wo wir sowas hier finden. Da haben wir etwas. Kohlenstoff sehe ich schon hier voraus. Kristalle haben wir da sogar. Dann sehen wir mal zu, dass wir die ganz schnell abbauen. Oh, habe ich die schon gescannt, die Kollegen? Den da hinten definitiv nicht. Ja, die ganze Flora nehmen wir natürlich mit hier, ne? Ist klar. Oh, hier haben wir eine Menge gefährlicher Pflanzen. Müssen wir aufpassen. Ja, wo sind sie denn jetzt hier, die? Da. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auf mehr Kristalle gehofft, ehrlich gesagt, aber okay. Ah, ich Depp. Mist. Jetzt habe ich stattdessen den Terrarmanipulator genommen, statt dem Minenabbaulaser. Ah, ist natürlich doof, ne?
Aber Gott sei Dank lungert hier genügend Kohlenstoff rum in Form von Pflanzen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber hätte natürlich jetzt nicht sein müssen, ne? So, wollen wir mal gleich sehen. 83 Einheiten, 84. So, jetzt schauen wir mal. 128 Einheiten. Wir brauchen 3 Kohlen-Nanostoff-Rohre, oder wie die heißen? Kohlenstoff-Nanorohr, umgekehrt, okay. So, 2, 3, dann sind wir da schon mal komplett. Warte mal. Bevor wir das verdatteln, installieren wir das auch schnell. Das sind die Nanorohre. Das ist das Gelee. Jetzt müssen wir, ja, jetzt müssen wir doch noch Kupfer abbauen, ne? Shit. Warte mal. Oder habe ich noch was hier rumliegen? Lass mal gucken. Da ist noch Kupfer. Da ist noch Kupfer. Jetzt warte mal. Mal sehen, wie viel wir da noch rausbekommen. Zum Glück haben wir schon die persönliche Raffinerie auf dem Rücken. Das heißt, so kleinere Sachen können wir dann selber machen, ohne jetzt hier eine mobile Raffinerie rauszuzupfen. Es sind jetzt aber nur 51 Einheiten. Wir brauchen 60. Oh Gott. Ja, super. Danke für den Hinweis. 6 Einheiten fehlen, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. 6 Einheiten. So, wo ist denn jetzt mein Schiff? Reicht das, dass wir da zurücklaufen, oder? Sonst müssen wir uns einbuddeln schnell. Ist ja Gott sei Dank schnell gemacht, ne? Mit unserem Terrain-Manipulator. Dann machen wir uns schnell do-it-yourself eine Höhle. Kann man ja auch machen. Da sind wir dann ein bisschen geschützt. So, jetzt müssen wir hier so ein bisschen den Sturm abwarten. Es hilft nichts. Aber so nehmen wir jedenfalls keinen Schaden. So, ich stelle mich schon mal gleich wieder um auf Mean Laser. Das ist ärgerlich. So, ein kleiner Zeitsprung. Weil ich wollte euch jetzt hier nicht minutenlang in der Höhle rumsitzen lassen mit mir. Der Sturm löst sich langsam auf. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Jetzt brauchen wir aber immer noch Kupfer. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch Kupfer haben. Da ist eine Kupferansammlung. Wunderbar. Gar nicht mal so weit. Etwas über 350 Units. Sieht jetzt eigentlich gar nicht so unfreundlich aus, der Planet, ne? Gefällt mir, ein Planet in unseren Kanalfarben. Ist schön. So, den Kollegen nehmen wir gleich mal mit, den Sauerstoff können wir immer brauchen. Moment, Da war doch gerade was. Ein unidentifiziertes Mineral. Wo bist du hin? Bestimmt wieder so ein kleiner Mini-Stein hier. Können wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Ist das das Ding, was wir abgebaut haben oder ein Kollege? Na, also ich hätte jetzt nicht so viel übrig gelassen. Dann war das ein Kollege, der hier schon gewütet hat. Aber ich hoffe mal, für 6 Einheiten chromatisches Metall sollte das reichen, was hier noch rumliegt. Und der hat hier aber nicht so gut aufgeräumt hier, ne? Naja, das ist eventuell Glück für uns, ne? So. Mal raus aus dem Loch hier. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob das reicht. Ob es reicht hier. So, Raffinerie auf. Kohlenstoff, Kupfer. Immerhin, 101 Einheiten. Ich mach mal gleich die ganz durch hier. Das sind ja eh nur 15 Sekunden, dann haben wir ein bisschen chromatisches Metall in Reserve. So, gleich fertig. Und damit sollten wir eigentlich alles für unsere Angelausrüstung haben.
Jetzt haben wir natürlich wieder recht wenig Platz im Inventar. Das wundert mich gerade ein bisschen. Gibt es hier irgendwas, was wir weghauen können? Ja, das hier kriegen wir alle mal, dieses verrostete Metall. Hier muss man mit jedem Inventarplatz arbeiten, den man kriegen kann. Das Gold, beziehungsweise ja, das kann ich später ins Raumschiff noch verbringen. Die Restsubstanz hier kann auch weg. Denn wenn wir was fangen sollten, brauchen wir dafür natürlich Inventarplatz. So, schauen wir mal auf unser Multiwerkzeug. Chromatisches Metall. Et voilà! Fertig! Sehr schön. Teste die Angelausrüstung. Suche ein geeignetes Gewässer und wirf die Angel mit R2 aus. Ich bin sehr gespannt. In der Nähe meines Schiffes war ein Gewässer. Das heißt, wir gehen da auch noch mal ganz kurz zurück. Vorher scannen wir mal den Kollegen kurz hier. Ist alles Geld. Das Geld liegt nicht nur auf der Straße, sondern hier auch auf dem Boden. So, hier mal ganz kurz auf den Minenlaser umschalten. Nicht, dass wir hier wieder unfreiwillig umgraben. Muss ja nicht sein. Moment, habe ich das Schiff jetzt nicht markiert? Wie peinlich. Wo ist. Moment. Wir hatten doch eben gerade noch. Oh, Moment. Die Kollegen will ich hier ganz kurz mal mitnehmen. Hallo, bleib mal stehen hier, Kollege. So, okay. Wo war das Schiff jetzt? Da. Okay. Markierung ist gesetzt. 270 Units, das ist ein kleiner Spaziergang. Das können wir schnell machen. Also bis auf das Unwetter ein schöner Planet eigentlich, ne? Wie gesagt, Kanalfarben. Viel Fauna hier auch, die rumkriecht und rumfliegt. Interessant. So, wo ist mein Schiff? Kollege, cool bleiben. Ich will hier nur kurz vorbei. Da ist unser Schiff. Da war doch ein Gewässer, was ich gesehen hatte. Also hier muss ich das Multi-Werkzeug-Modi ändern. Okay. Das ist also in den Werkzeugen mit drinne, die Angelausrüstung. Gut zu wissen. Das nehme ich hier auch noch schnell mit, ein Stein des Wissens. Vokabeln lernen ist immer gut. So, das Wissen nehmen wir natürlich an. Ja, Gag für Gag, ganz tolles Wort. So, war das da hinten? Warte mal. Ich glaube, ich muss so die Gesundheit wieder auffüllen, sehe ich gerade. Warte mal. Ja, das sieht doch nach einem Anglerhabitat aus hier. Was sind diese lila Markierungen? Sind das die für Angelplätze? Ich weiß es nicht. Aber wir werden das sehr schnell herausfinden. Da hinten ist auch schon ein Kollege scheinbar beim Angeln, also sind wir doch der Sache schon recht nahe. Ich muss die Gesundheit hier auffüllen. Es hilft nichts. Zum Glück habe ich gerade noch ein bisschen Sauerstoff mitgenommen. Aber wir haben auch noch Lebenserhaltungsgel. Perfekt. Oh, Neid! Der Kollege da vorne hat schon die Wasserlandungsdüsen. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Die habe ich nämlich noch nicht. Da haben wir kaltes, klares, frisches Wasser. Dann wollen wir doch gleich mal die Route ausprobieren. Da haben wir mehrere Markierungen. Was ist das? Was ist. Hä? Zum Markieren gedrückt haben. Aber was ist das? Sind das Basen oder was ist das? Moment, ich nehme mal kurz die Kollegen hier mit. Wir lassen hier nichts liegen. Gar nichts. Sind das jetzt Angelplätze oder nicht?
Vorsicht, Abgrund. Also ich bewege mich einfach mal dahin zu den Markierungen. Das sieht aus wie Basismarkierungen, aber das macht für einen Angelplatz irgendwie keinen Sinn. Da hinten, was? Da haben wir eine Markierung, warte mal. Ist das ein Angelplatz? Wir testen das jetzt mal. Angelausrüstung. Okay, Leute. Unser erstes Angeln. Da sind Fischis. Ich weiß noch nicht, wie wir die gleich einholen, aber... Na komm. Ich hoffe, er sagt mir gleich, was zu tun ist hier. Aha! Wir haben einen Hornhecht. Eine Kleinwasserkreatur, die in vielen verschiedenen Lebensräumen in der ganzen Galaxie zu finden ist. In der Regel in seichten Gewässern anzutreffen. Ein ungewöhnlicher Fang. Ha! Meilenstein abgeschlossen. Ziehen im Wasser. Ein Angelgerät erhalten. Eigentlich müssen wir für den ersten Fisch doch auch einen Preis kriegen, oder? Ja. Haken, Leine und Senkblei. Einen ungewöhnlichen Fisch gefangen. Das hört man gerne. Gleich zwei Meilensteine auf einmal. Finde ich gut. So, jetzt erstmal ganz kurz gucken, wo wir hier gerade so dumm rumstehen. Holen wir uns natürlich beide Belohnungen ab. Raumschiff entdeckt, bla 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 bla. Ziehen im Wasser. Da gibt's was? Leistungsstarkes Unterwasser-Sauerstoff-Upgrade und Unterwasser-Überlebensbaupläne. Okay, Sauerstoffumleiter, effiziente Wasserdüsen fürs Jetpack. Finde ich gut. Aber wir haben doch, Moment, wir haben doch zwei Meilensteine hier abgefrühstückt, ne? Hier, genau. Was gibt's dafür? Vorgepackte, fortgeschrittene Minenlasereinheit. Was, eine baumelnde Kugel? Was ist das, ein Köder? Gott weiß, was eine baumelnde Kugel ist. Aber... Okay. Also, wir haben jetzt hier... Was warten im Wasser? Beliebige Fische fangen. 5 Stück. Das machen wir jetzt mal. Beliebig. Okay. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen wie bei Call of the Wild, die Angler. Allerdings im Weltraum. Auf fremdem Planeten. Ich hoffe, es beißt auch noch was anderes an. Das scheint auch wieder so ein kleiner Hecht zu sein da. Ah, zieh! Oh! Ein Wespenpfeil. Ein seltener Fisch. In der Regel in seichten Gewässern anzutreffen. Ein extrem seltener Fang. Das wäre mal eine Sache, das könnten wir auch dem Kollegen hier auf der Station in der Anomalie mal zum Essen anbieten. Ich würde mal gespannt sein, was er dazu sagt. So, also zwei verschiedene Fische haben wir schon. 5 brauchen wir. Ah, den habe ich jetzt verbattelt hier. Den habe ich jetzt gerade verkackt, muss man ehrlich sagen, wie es ist. Aber tatsächlich, die Fische selber hier sieht man nur scheinbar, wenn man angelt, sonst nicht. Ist ein bisschen merkwürdig. Na komm, beiß. Jawohl. Seetank, ja toll. Oh, Meilenstein abgeschlossen. Derjenige, der eine gute Geschichte erhalten. Eine Geschichte. Da haben sie doch was von gesagt. Man soll Fische und Geschichten sammeln. Warte mal.
Wo ist denn das mit den Geschichten? Warte mal, oder ist es noch Phase 1? Ja, das ist noch Phase 1. Wir sind aber schon, wir haben schon Phase 2 hier angefangen, witzigerweise. So, Nip-Nip-Knospen, 6-mal überlegenes Bewegungssystem-Upgrade und 5 Inventarplätze. Das lobe ich mir. Okay, ich glaube, ich muss hier mal aufräumen. Was ist das hier? Moment. Moment, 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 Moment. Erstmal hier erweitern. Einmal, zweimal. Ach so, wir müssen jeden einzelnen. Ich dachte, er haut mir die jetzt einfach mal dahin, aber okay. Dann eben nicht. Okay, wir gehen jetzt nochmal rein hier. So, da haben wir den Wespenpfeil. Ich würde das gerne mal so ein bisschen sortieren, dass wir das hier im Blick haben. Seetank. Was ist das? Was sind das? Eine Knospe der Nip-Nip-Pflanze mit strengem Geruch aus der häufig Gecknip her. Ach, da wird Gecknip draus hergestellt. Okay. So, hier haben wir ein Unterwasserschutzmodul. Das knallen wir hier doch gleich mal rein. Ist auch voll aufgefüllt, das Haus dankt. Was haben wir hier noch? Das ist das Bewegungsmodul. Das passt hier eigentlich ganz gut hin. So, habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Hier haben wir Baum. Das ist ein Angelköder. So, suche deine Angelausrüstung und bringe den Köder mit Quadrat an. Warte mal. Köder anwenden. Ah, jetzt lernen wir was Neues hier, ne? Wo sind denn jetzt die baumelnde Kugel? Da. So. Wir probieren jetzt mal diese baumelnde Kugel. Ich bin sehr gespannt, was die uns bringt. Ob wir dann bessere Fische fangen oder ähnliches, keine Ahnung. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Also ich würde ja mal gerne einen der größeren Fische hier rausziehen. Ich dachte jetzt mit den baumelnden Kugeln. Aber es gehen jetzt hier auch wieder die kleinen Fische ran. Oder mittleren. So, das ist der Hornhecht. Oh! Angel mit Ködern ist ein separater Meilenstein. Finde ich gut. Neue Belohnung verfügbar. Dann gucken wir da mal rein. Das ist hier noch Phase... Was ist das? Phase 2. Belohnung. Vorgepackte automatisch... Was? Vorgepackte automatisches Start-Landesystem-Einheit. Sehr gut. Und was war das andere? Überlegenes... Müssen wir gleich mal gucken, hier nochmal im Inventar. Warte mal. Vorgepackte, fortgeschrittene Minenlaser-Einheit. Das ist definitiv gut. Packen wir mal hier rein. A-Klasse ist immer gut. So, Startschubdüsenmodul. Ein äußerst leistungsstarkes Upgrade für die Raumschiff-Startschubdüsen. Starte den Upgrade-Installationsprozess. Ja, das machen wir. Turbo geladen. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir demnächst hier... Ah, shit, das Raumschiff ist nicht in Reichweite. Ich wollte jetzt das Ganze hier erstmal wegkriegen, eigentlich erstmal. Wo sind eigentlich die Fische, die wir gefangen haben? Ich sehe hier nur den Wespenpfeil. Gut. Dann würde ich sagen, angeln wir mal weiter. Wir... haben immer noch die baumelnden Kugeln hier. Das ist ja soweit ganz nett. Dann werfen wir... Ups. Muss er wieder umstellen hier. Dann werfen wir mal aus. Ich werfe mal ein bisschen weiter hier raus. Vielleicht kriegen wir da die größeren Fische mehr so zur Mitte des Flusses oder Sees, was immer das ist hier. Her. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, ob man jetzt das Gecknip auch als Köder verwenden kann, das weiß ich nicht. Müssen wir probieren.
Ein Wasserläufer. Ein relativ gewöhnlicher Fang, aber es ist der vierte von fünf, die wir brauchen für Warten im Wasser, für den Meilenstein. Finde ich gut. Läuft jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, ne? Läuft sogar richtig gut. Oh, der hat aber sich gleich raufgestürzt hier, wie ein Bekloppter. Felsbarsch. Auch kein ungewöhnlicher Fisch, aber der fünfte unterschiedliche Fisch. Damit haben wir den Meilenstein Warten im Wasser abgeschlossen. Was kriegen wir dafür? Okay, schauen wir mal. Moment. Falsch. So, Warten im Wasser. Ja, dann haben wir hier gleich was voll. Was? Ein Fischgericht zubereiten. Okay, das müssen wir uns gleich mal anschauen. Dann haben wir nämlich eine Phase abgeschlossen. Aber ich glaube, dazu werden wir das hier brauchen. Den Nährstoffprozessor. Natrium hätten wir schon. Wir bräuchten zwei Metallplatten. Davon haben wir eine. Und das viel geliebte, in Anführungsstrichen, hermetische Siegel. Das brauchen wir auch nochmal. Vorgepackte Aquastahltriebwerke-Einheit. Nährstoffprozessorpläne. Junge, Junge. Also, ja, ich hab's geahnt. Wir brauchen den Nährstoffprozessor, um Nahrung herzustellen. Ich würde jetzt dazu tendieren, dass wir jetzt erstmal zum Schiff zurückgehen. Einmal, um das Inventar leer zu kriegen. Und B, ja, um etwas zu konstruieren, brauche ich noch ein paar Sachen. Das heißt, wir müssen ein bisschen hier... So, wo ist unser Schiff? Ist das unseres? Nee, das ist vom Feind schlechter. Das ist von Gwi. Da ist unser Raumschiff. Gut. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Das war doch ein kleiner, bescheidener, aber erfolgreicher erster Angelausflug. Finde ich gut. Einmal ganz kurz unter Wasser durchgefetzt hier mit dem Jetpack, das funktioniert richtig gut jetzt. So, wir brauchen Metallplatten. Das haben wir schon gesehen. Warte mal, da war gerade was. Hallo? Nicht identifizierte Pflanze. Ich werde aber mal gucken, ob wir hier irgendwie noch Ferrit unterwegs finden. Vorsichtshalber ein bisschen Ferrit mitnehmen. Für die Metallplatten. Gott, wer bist du denn? Ja, für Metallplatten. Leute, hier sind Viecher unterwegs. So, das Ding nehmen wir gleich mal aus dem Verkehr hier. Haben wir hier noch ein paar größere Steine mal? Das ist alles so kleiner Fitzelkram. Aber besser als nichts, ne? Nehmen wir mal mit, wenn es schon gerade hier vor uns dumm rumliegt. Wir brauchen größere Steine. Natrium haben wir auf jeden Fall, aber davon kann man nie genug haben. Hab ich hier... War ich hier schon? Also abspeichern ist natürlich immer gut. Safe ist safe, ne? Ich bin aber schon mal froh, dass wir die ersten Fische jetzt schon mal im Sack haben, gefangen haben. Oh, da ist Stein. Da ist Ferrit. Mineralien, her damit. Ja, die Platten, die verbrauchen immer ziemlich viel von dem Ferrit. Also bevor wir jetzt weiter angeln, werden wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Rohstoffe farmen. Es hilft ja nichts. Ach, nicht schon wieder. So, jetzt sind wir aber zum Glück schon in der Nähe des Schiffes. Das heißt,
Mit ein bisschen Glück joggen wir da schnell rüber, bevor hier die Party losgeht. Ja, da ist unser Schiff. Ganz schnell rein da. Gutes Timing, gutes Timing, gutes Timing. So, und im Schutz der Celeste werden wir mal gucken, ob wir schon genügend Klamotten da haben. Erstmal werden wir natürlich diese vorgepackte automatische Start-Landesystemeinheit mal installieren. Da hat es ja eben gerade ein bisschen gehakt, ne? So. Jetzt lass mal kurz reingucken. Gesammeltes Licht wird verwendet, um die Wasserstoff aus der Atmosphäre zu gewinnen. Damit können die Startschubdüsen automatisch wieder aufgeladen werden. Ist ja ein Traum. Bis es soweit ist, packen wir den hier nochmal rein. So, was haben wir hier noch? Ja, warum haben wir die doppelt? Die vorgepackte persönliche Raffinerieeinheit. Die haben wir doch schon. Werde ich bis jetzt nicht verstehen, aber ist egal. So, okay. Startschubdüsenmodul. Auspufflüftung. Moment, Auspufflüftung? Das ist was anderes. Okay, dann installieren wir den auch noch. Machen wir doch alles. Maximales Upgrade für Startschubdüsen. Okay. So, jetzt mal weiterschauen. Vorgepackte Aquastrahlentriebwerkseinheit. Eine Mischung aus maßgeschneiderten Triebwerken und ungelenkten Strahldüsen, Entschuldigung, ermöglicht es dem Schiff knapp über der Wasseroberfläche zu schweben. Yes! Yes! Da bin ich dabei, Freunde. Da bin ich absolut dabei. So, was haben wir noch? Das war's, glaube ich, erstmal, oder? Da haben wir unsere Fischis. Oh, ich sehe gerade, wir können hier schon ein hermetisches Siegel herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Metallplatten hatten wir gesagt, brauchen wir noch für den Nährstoffprozessor. Jetzt warte mal ganz kurz. Ah, ich kann das Baumenü nur aufrufen, wenn ich außerhalb des Schiffes bin. Ah, dammit. Das ist Schiete. Ja, jetzt müssen wir kurz warten. Nutzen wir die Zeit, um uns weiter hier umzuschauen, was wir noch machen können. Ja, es ist nicht genug Ferrit für mehr als eine Metallplatte. Schiede, sagt Fide. Aber das soll uns nicht abhalten. Der Sturm löst sich auf. Das heißt, wir warten mal ganz kurz und dann machen wir weiter. Ich will nur ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir. Oh, guck mal hier. Hier fehlen noch so ein paar wesentliche Grundtechnologien. Blitzwerfer zum Beispiel. Okay. Und das Schild, das eigene. Das sollte man definitiv machen. Ja, ich sehe schon, wir kommen aus dem Bauen und looten hier nicht raus, ne? Hier brauchen wir noch Ionenakku, Kabelbaum. Aber jetzt ist erstmal alles da. Es ist alles gut. Wir laden hier erstmal auf mit Silikonpulver. Alles im grünen Bereich. Minenlaser, den sollten wir tatsächlich nochmal aufladen. Nicht, dass wir da doof aus der Wäsche schauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nährstoffprozessor. Haben wir dafür alles? Ja, tatsächlich. Das heißt, wir können unsere erste Nahrung herstellen. Jetzt nehmen wir mal diesen Felsbarsch hier. Essbarer Fischköder. Kann sowohl unverändert konsumiert als auch weiterverarbeitet werden. Klingt interessant. Ja, Fang des Tages. Wir haben ein Fischgerät zubereitet. Sehr schön. So hatte ich mir das vorgestellt. Expeditionsphase abgeschlossen, Leute. Phase 1 ist durch. Belohnung. Ja, da kriegen wir ein paar Poster und Deko. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Nur ganz kurz mal, um die Lage zu checken, kurz nochmal in die Celeste rein, dass wir hier in aller Ruhe schauen können, was wir denn jetzt bekommen haben. So, also, die Phase 1 ist komplett abgeschlossen.
Jetzt holen wir uns noch die Belohnung für den Fang des Tages ein und natürlich die Gesamtbelohnung für die, ja, für den Abschluss der Phase 1. Gut, dann schauen wir mal kurz. Überlegenes Lebenserhaltungsupgrade, unerlaubtes Gefahrenschutzupgrade. Unerlaubt? Klingt immer interessant. Ich brauche mehr Plätze, Leute. Ich brauche mehr Plätze. Das Inventar wird langsam zu klein für die ganzen Upgrades und. Junge. Okay. Jetzt aber natürlich hier noch Phase 1 abschließen. Bin Angelnposter, Seekartenposter und Fülle der See. Poster. Okay. Das sind Baupläne. Die nehmen wenigstens keinen Platz im Inventar weg. Wo wir gerade beim Thema Inventar sind. So, wir haben jetzt ein paar Upgrades wieder bekommen. Mal wieder. Für den Exo-Anzug solare Tanks. Das wird ja immer besser hier, ne? So, jetzt warte mal. Lass mal kurz schauen. Ein maximales Upgrade für Lebenserhaltung bietet eine nahezu vollständige Lebenserhaltungsüberarbeitung und unvergleichliche Verbesserung für Lebenserhaltungstanks und Solarmodulenergie. Plus 96% Lebenserhaltungstanks und 31% plus bei der Solarmodulenergie. Das klingt gut. Das klingt gut. So, schauen wir mal weiter. Das ist das, das ist das. Da haben wir jetzt dieses verdächtige Gefahrenschutzmodul. Bietet potenzielle Verbesserungen bei der Stärke des Gefahrenschutzes des Exo-Anzuges. Unzulässig. Ich packe die mal hier mit rein. Schauen wir mal. Ein verdächtiges Schwarzmarktmodul. So, dieses Upgrade-Modul, das nahezu jeden galaktischen Standard für Verarbeitung und Sicherheit umgeht, ist für Strahlungsresistenz, Giftresistenz, Hitzeresistenz und Kälteresistenz plus 5 Strahlung, plus 4 Gift, plus 8 Hitze, plus 6 Kälteresistenz. Also, man kann das jetzt nicht anders sagen, ne? Also, wir sind hier reich beschenkt worden. Jetzt mal gucken, habe ich hier jetzt noch irgendwas offen? Nee, da haben wir auch alles installiert. Wow! Also, da kann man schon sagen, haben wir schon was gerissen hier, ne? So, jetzt könnten wir natürlich hier noch weiter ausbauen. Das Multiwerkzeug, ne? Hier mit chromatischem Metall und so. Hab ich noch Köder? Ansonsten würde ich jetzt hier noch die letzten Köder kurz aufbrauchen. Und dann soll für heute erstmal gut sein. Ne, Übung macht ja bekanntlich den Meister. Ja, sind relativ nah am Wasser, das ist gut. So, jetzt sollten wir auch ohne Not hier nachher, wenn wir weiter wollen, auch das Schiff rufen können wieder. Da die Düsen ja jetzt, die Startdüsen solartechnisch aufgeladen werden, finde ich richtig klasse. Oh, was haben wir da? Ist das ja kein Problem, ne? So, die Pflanzen scannen wir hier gleich mal mit. Aber ich bin ja schon mal froh. Jetzt haben wir schon mal das erste abgeschlossen. Also die erste Phase. So, da brauchen wir jetzt nicht nochmal einen Umweg machen. Da waren wir schon. Dann angeln wir noch ein bisschen. Übung macht den Meister. Man kann es nicht oft genug sagen. Habe ich dich schon gescannt, mein Freund? Ja, aber hier unten ist noch was. Ich sehe es zwar nicht, aber es ist da. Verschwindet irgendwie unter dem großen Vieh hier. Aber ich glaube, also schreibt mir mal in die Kommentare gerne, ob es tatsächlich nur so bestimmte Spots sind oder ob es egal ist, wo am Wasser ich mich hinstelle. Das würde mich mal interessieren. So, da sind wir. Holen wir mal schnell die Angel wieder raus. Dann gucken wir mal, ob was beißt. Da
da kommt was Größeres. Ah, der sieht aber nicht so interessiert aus an meinem Köder. Schade. Na komm. Ah, der ist aber gleich heftig angesprungen hier. Ein warziger Froschfisch. Kommt in großer Zahl vor und ist in der Regel in flacheren Gewässern anzutreffen. Ein relativ gewöhnlicher Fang. Nur am Tag aktiv. Das ist interessant. Also hier haben wir wie beim richtigen Angelspiel auch wirklich so ein bisschen getrennt voneinander. Tag- und nachtaktive Fische. Das finde ich witzig, dass sie sogar das hier berücksichtigt haben, weil das Fisch ist ja nun wirklich kein Hauptteil von No Man's Sky. Aber schön, ne? Hier kann man dann doch schön sich mit einer weiteren Möglichkeit ernähren, wenn man unterwegs ist auf fremden Planeten, sofern Fische natürlich da sind. Eine liebliche Qualle, in der Regel in seichten Gewässern anzutreffen, ein ungewöhnlicher Fang. Sehr gut. Gehen wir mal hier ein bisschen mehr in die Seite, in die Richtung. Ich hätte ja gerne mal einen der größeren hier rausgeholt. Die Angler, No Man's Sky. Ja, schön. Ich find's gut. Na komm. Was? Das ist auch ein größerer hier. Ah, komm schon. Ein Felsbarsch. Ich meinte, dass wir den schon hatten. Aber ist okay. So, das soll mir jetzt erstmal reichen. Ich würde jetzt ganz gerne mal hier nochmal unser Schiff herbeordern, weil hier scheint ein guter Spot zu sein für den Fischfang. Deshalb würde ich hier jetzt auch erstmal bleiben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Moment, eine Frage müssen wir klären. Habe ich das Ding wieder eingepackt hier? Den Nährstoff? Ja. Weil sonst hätte ich das Schiff jetzt nämlich nicht gerufen. Dann ist Schiff weg, ich weiß nicht mehr, wo es gestanden ist und ja. Dann ist der auch noch futsch hier, das Teil. So, das passt von der Landezone. Das finde ich gut. Bäm. Da sind wir. Ich würde mal sagen, die Celeste ist wieder da. Das war jetzt erstmal, finde ich, ein recht erfolgreicher Tag. Wir haben den ersten Fisch gefangen. Ne? Und ja, ich werde mich jetzt mal so in der Zwischenzeit um die Updates kümmern, noch hier für unser Multifunktionswerkzeug. Und das sieht eigentlich gar nicht so doof aus hier. Vielleicht bauen wir hier sogar eine Station. Werden wir beim nächsten Mal entscheiden. Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Diesmal ohne Unterbrechungen. Bei unserem ersten auch erfolgreichen Angelausflug. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Ne, teilt das Video auch gerne. Freut mich immer. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Mädel-Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.